Pax Ultimus. Pax Ultimus, ihr wisst selber, der Fokus ist der ultimative Fien, die gute, gesunde Arbeit, die Fitness, die Bildung. Und wir reden heute über One Piece und Jujutsu Kaisen. Generell reden wir heute ein bisschen über Anime, denn wir selber. Anime kann, wenn du Anime klug konsumierst, kann dir helfen, besser und stärker zu werden. Kann dir helfen, über dich selber nachzudenken. Kann dir helfen, mal ins Gym zu gehen. Kann dir helfen, generell zu wachsen als Mensch, als Mann. Aber viele von euch gucken Anime, ne? Und verschwenden ihre Zeit. Nutzt Anime als Medium, als Möglichkeit, um zu wachsen. Aber okay. One Piece und Jujutsu Kaisen. Warum habe ich mir gedacht, ey, wieso rede ich jetzt über die beiden Werke? Warum speziell über die? Fangen wir mit One Piece an. Also, meiner Meinung nach ist One Piece der bestmögliche Anime. Es gibt keinen besseren Manga, es gibt auch keinen besseren Anime. Es gibt Werke, die vergleichsweise sind in One Piece, wie zum Beispiel Kingdom. Der Manga Kingdom ist euch vielleicht unbekannt, aber der Manga Kingdom ist vergleichbar mit One Piece. Ne? Ähnliche Story, viel Krieg. Aber Kingdom ist sogar noch ein bisschen, wie soll ich sagen, brutaler noch als One Piece. Okay. Es gibt einen anderen Manga noch, aber der ist nicht für den normalen Mann. Der heißt The Ravages of Time. Auch Vergleich mit One Piece. Ich gehe aber nicht auf den einen, wenn ihr neugierig seid, googelt einfach. Die Namen stehen ja alle. So. One Piece ist der bestmögliche Anime, bzw. der bestmögliche Manga, weil One Piece ein trojanisches Pferd ist. One Piece tut von außen so, als wäre es bunt und fröhlich, aber in Wahrheit erzählt der One Piece, wie die Welt funktioniert. Du hast eine Weltregierung, was sehr dystopisch ist. Also eine Weltregierung ist nicht gut. Eine Weltregierung, die alles kontrolliert und dominiert. Die zensiert. Die Menschen unterdrückt, die Freiheit unterdrückt. Du hast in One Piece eine Gesellschaft, die von oben überwacht wird, von oben dominiert wird. Du hast Pandemien in One Piece, du hast Rassismus sowie Diskriminierung und viele andere Themen. Alles Dinge, die man auf die reale Welt übertragen kann, wenn man möchte, wenn man ein bisschen nachdenken. So, also One Piece ist meiner Meinung nach der bestmögliche Anime-Manga, weil One Piece einfach super realistisch ist. Plus natürlich, du hast krasse Charaktere und krasse Chayas wie Nico Robin, Bruder. Okay. Dann hast du einen Jujutsu Kaisen und das ist meiner Meinung nach das moderne Attack on Titan. Jujutsu Kaisen ist quasi das moderne Attack on Titan, wenn es um den Hype geht, wenn es darum geht, wie Mainstream es geworden ist. Gefühlt jeder Anime-Fan, jeder, der im Thema Anime drin ist, redet über Jujutsu Kaisen. Jeder. Du fragst den, hast du Jujutsu Kaisen geschaut? Sagt, ja, habe ich. Oh mein Gott, krass, Shibuya-Arc Jujutsu Kaisen. Man muss sagen, das ist der einzige Shonen, der es wirklich geschafft hat, wieder mal in den Mainstream reinzukommen. Attack on Titan war das Werk, was eine gesamte Generation geprägt hat. Von 2013 bis jetzt. 10 Jahre. Und Jujutsu Kaisen wird etwas Ähnliches sein. One Piece und Jujutsu Kaisen generell, würde ich sagen, sind gerade die stärksten Anime und Manga, wenn es um die Popularität geht. Ein One Piece zum Beispiel ein ganzes Remake. Das ist ohne mal unfair, aber besser. Besser für One Piece und wir selber. Ne? Viele wollen Naruto Shippuden Remake, kriegt er aber nicht, weil One Piece besser ist. Was wollt ihr dagegen machen? Ihr könnt nichts dagegen machen. Ne? Und das ist natürlich sehr interessant. Du siehst, dass One Piece und Jujutsu Kaisen einfach die Menschen in den Bann ziehen. Man muss natürlich sagen, zum Jujutsu Kaisen Manga, der Manga ist auch bald zu Ende. Heißt, ein paar Seasons werden wir noch kriegen, 2, 3 vielleicht. Trotzdem ist die Wirkung und das Gewicht von Jujutsu Kaisen interessant, denn jeder ist da wirklich drin. Jeder ist da wirklich aktuell. Jeder will da irgendwie mitreden. Jeder hat seinen Lieblingscharakter. Leute haben ihre Todi, Leute haben ihre Sukuna, Leute haben ihre Gojos. Es ist schon interessant. Und du musst dich vorstellen, ein Jujutsu Kaisen ist quasi ein Hunter Hunter, ein Yu Yu Hakusho, ein Naruto. Ich beschreibe Jujutsu Kaisen als das Musterkind oder der Musterschüler des Shonen-Genres. Von jedem Anime etwas genommen, Bleach, Yu Yu Hakusho, Hunter Hunter, gemischt und was Eigenes kreiert. Und ein Jujutsu Kaisen traut sich auch harte Entscheidungen zu treffen. Harte Entscheidungen zu treffen. Ich rede von Anime-Stand und ich rede von Manga-Stand. Leute, die wissen.
Und diese Mischung aus Dramatik, Adrenalin, einer interessanten, mysteriösen Welt, die aber auch sehr grausam ist, zieht die Menschen an. Leute sind im Hype, Leute wissen nicht, was passiert. Und Attack on Titan war sowas ähnliches. Attack on Titan hat Leute geschockt, hat Leute auseinandergenommen, Leute wollten diskutieren und ein Jujutsu Kaisen bringt das Ähnliche hin. Vor allen Dingen haben wir auch noch das Thema Animation, Mappa, welche sich wirklich opfern für die Menschheit, sorgen dafür, dass ein Jujutsu Kaisen eine sehr interessante Erfahrung ist. Dementsprechend muss man sagen, One Piece und Jujutsu Kaisen prägen gerade eine gesamte Anime-Generation. Und One Piece hat 1990 angefangen, also in den 90ern, weißt du? Das ist schon krass. One Piece und Jujutsu Kaisen sind aktuell die Werke, die die größte Popularität haben, die Werke, die am meisten Druck machen, die Werke, die die meisten Menschen in Band ziehen. Und One Piece hat eben seine gigantische, großartige, superkomplexe Welt. Es ist eben ein riesiger Kommentar an die Menschheit. Ein Jujutsu Kaisen ist dieses, ne, auch vor allem für die jungen Leute, so ein geiles Werk, Bruder. Einfach so ein adrenalingepacktes Werk, wo du gar nicht den Fernseher ausschalten kannst. Spannung pur, Dramatik pur. Das Ding ist, wird es nach den beiden Werken vergleichbare Anime geben? Stand jetzt schwierig. Es gibt andere Manga wie Sakamoto Days zum Beispiel, welche sehr gut sind. Ich habe gehört, Gachi Akuta soll sehr gut sein. Bei Chainsaw Man habe ich nicht mehr so viel gehört. Allgemein finde ich ein Chainsaw Man ist irgendwie ein bisschen gefallen, aber da sollen mich die Manga-Leser korrigieren. Ein Kaiju No. 8 soll jetzt kommen, ein Soul Leveling. Aber ich bin mir sehr unsicher, ob ein Anime in der nächsten Zeit kommt, der einen ähnlichen Hype generieren wird wie ein Jujutsu Kaisen oder wie ein One Piece. Ne, One Piece macht das schon seit mehreren Jahren, aber vor allem wie ein Jujutsu Kaisen. Nicht mal ein My Hero Academia oder ein Black Clover konnten so viel Hype generieren wie ein Jujutsu Kaisen. Ne? Deswegen, ich bin da sehr neugierig. Ich denke, nach den beiden Anime wird es eine kleine Phase geben, wo es ein bisschen ruhiger wird, wo schon viele gute Werke rauskommen werden, aber wo, ne, kein Attack on Titan, kein Jujutsu Kaisen, kein, ne, Werk rauskommt, was eine Generation bringt. Da müssen wir ein bisschen geduldig sein. Aber ich denke, jetzt gerade in dem Moment, wo ich hier rede, gibt es einen Japaner, der gerade sein Leben aufgibt. Kagurabachi! Nicht vergessen, Kagurabachi wird es vielleicht. Deswegen, ein Japaner denkt gerade über uns und macht, glaube ich, ein neues Werk, ein neues One Piece Jujutsu Kaisen, was natürlich eine ganze Generation bringt. Aber schreibt eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von den beiden Werken? Findet ihr auch, dass diese beiden Werke eine Generation gerade prägen? Ja, und meint ihr, dass nach den beiden Werken irgendwas kommen wird, was uns knallt? Boruto zum Beispiel? Blue Vortex vielleicht? Hört auf mit Boruto, bitte. Also deswegen, ich bin gespannt. Und Pax Ultimus. Ja, mit dem ich schätze. Sensei Ultimate Michelle, Glocken-like, Abo, Kommentar, Afrika, Bob, Geld, Kingdom mehrfach aktuell, er arbeitet wie ne Bitch, jeden Tag, live auf Twitch, nach dem Papa, Bango Star, ist euch unnormal dankbar, so komm, schaltet ein, und ihr werdet Ultimate, kommt und seid dabei, ihr werdet Ultimate.